Ich bin der beste Spieler der Welt. Guten Tag. Ich bin so schlecht. Bis zum 3. Januar habt ihr jetzt bei Ineba noch die Chance, neue Games für den halben Preis zu bekommen. FIFA 21, Black Ops Cold War, Modern Warfare, was auch immer ihr wollt. Mit dem Partner Trustly und meinem Code Chappy für 3% extra zahlt ihr für FIFA 21 aktuell nur 29 Euro. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Das ist ungefähr die 100. Runde, die ich jetzt endlich wirklich mal von Anfang an starten kann. Ich weiß nicht, warum das so anstrengend aktuell ist, aber man kriegt einfach keine Runden, in denen man wirklich von Anfang an startet. Er wusste absolut, dass ich hier durchlaufe. Er wusste absolut, dass ich da durchlaufe. Er hat es absolut... Okay, das ist hart. Und endlich habe ich es eben geschafft, dass ich hier eine Runde ganz normal starten kann. Gestern im Stream habt ihr es ja vielleicht mitbekommen, vielleicht wart ihr dabei, vielleicht wollt ihr gerne vorbeischauen. Heute Abend streame ich auch wieder, so wie gestern. Ich hatte gestern einen Twitch-Stream und es hat absolut Spaß gemacht. Und in diesem Twitch-Stream wurde eine Frage gestellt, die ich unbedingt als Videothema auch mitnehmen wollte. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich habe gestern auf Twitch gestreamt und es ging absolut ab. Und dabei ist eine Frage gestellt worden, die ich heute im Video unbedingt gerne behandeln wollte. Die Frage, die gestellt wurde, ist: Wie hat sich die COD-Community in den letzten 17 Jahren verändert, seitdem das erste Call of Duty rausgekommen ist? Wie hat sich das gesamte Thema eigentlich geändert? Was ist anders? Diese Frage zu beantworten, Leute, ist eigentlich gar nicht so einfach, wenn man ganz ehrlich ist. Weil in den 17 Jahren ist natürlich extrem viel passiert. Es ist extrem viel dazugekommen. Und um die Frage zu beantworten, wie hat sich die Community in den 17 Jahren eigentlich geändert, muss man eigentlich zurückgehen und mal überlegen, wie fing Call of Duty eigentlich an? Wie haben wir alle COD angefangen? Und die meisten von euch sind ja noch ein bisschen jünger als ich. Ich bin 29 Jahre alt, werde demnächst 30. Da ist es natürlich nochmal ein ganz anderes Feld als bei den meisten von euch, die jetzt 18 sind, 19 sind, 20 sind. Ich habe vor über 15 Jahren generell mit Gaming angefangen. Und zwar auf ganz andere Art und Weise, wie ihr das vielleicht kennt oder... Er fickt mich. Ich fick ihn. Er fickt mich. Und wenn man diese Frage beantworten will, muss man eigentlich mal zurückgehen und überlegen, wie hat man damals angefangen zu zocken. Und es muss ja nicht mal Call of Duty sein. Man kann ja auch mit einem anderen Spiel angefangen haben. Nicht jeder hat mit Call of Duty als erstes Spiel angefangen und ist ewig dabei geblieben, ohne es zu ändern. Und wenn man jetzt so mal so ein bisschen überlegt, wie hat Call of Duty eigentlich angefangen? Also 2003, 2004. Damals gab es auch keinen Multiplayer. Solche Sachen gab es damals gar nicht. Was hat man da gespielt? Und man hat eben ganz anders gespielt als heute. Ich sitze hier mit meinem SCUF-Controller, ich habe hier ein Turtle Beach Headset, ich habe hier einen Gaming-Monitor vor mir, ich habe hier eine relativ, also richtig hohe grafische Auflösung, obwohl es ja noch eine PS4 ist, keine PS3, keine PS5. Die PS5 gibt es leider für mich aktuell immer noch nicht zu bestellen, egal wie oft ich es versuche. Das heißt, wenn mir einer eine PlayStation 5 schenken möchte, darf er das gerne tun. Wenn mir einer eine verkaufen möchte, darf er das gerne tun. Ich zahle jeden Preis mittlerweile. Es ist absolut nervig. Und früher war es aber eben anders. Ihr hattet grafisch andere Voraussetzungen. Ihr hattet keinen SCUF-Controller. Ihr hattet als Community keine heftigen Headsets. Dazu war es ja eben damals auch so, dass man Infos, Hilfen, alles Mögliche gar nicht bekommen hat, weil das Thema YouTube damals überhaupt nicht so groß war, wie es mittlerweile ist. Mittlerweile ist es so, dass ihr bei YouTube alles Mögliche rausfinden könnt. Über euren Lieblings-Content-Creator, über Freunde, über Kumpels, über Info-Call of Duty-Creator, über alles Mögliche. Es gibt so viele Möglichkeiten mittlerweile, sich seine Fragen irgendwie online beantworten zu können. Da ist absolut noch einer im Fenster. Früher gab es das nicht. Das heißt, ihr habt entweder gezockt und habt Probleme selbst herausgefunden und ihr habt selbst herausgefunden, welche Waffe ist gut, welche Waffe ist schlecht, wie kann ich das hier machen, wie kann ich diese Herausforderung bestehen und, und. Heute ist es so, ihr guckt euch zwei Videos an, ihr seht automatisch irgendjemanden, der irgendwo was hochlädt, der gibt einen Tipp, der gibt einen Ratschlag, der sagt euch, wie ist es denn jetzt mittlerweile,
welche Waffe ist die beste, welche Änderungen hat es gegeben und, und. All diese Sachen hat es früher nicht gegeben. Man musste sich auf sich selber verlassen. Der Multiplayer 2007 mit Call of Duty Modern Warfare kam der erste wirklich richtige, ausgereifte, gute Multiplayer von Call of Duty. Damals war es dann eben so, dass ihr das allererste Mal für Punkte, die ihr gemacht habt, auch Streaks bekommen habt. Und daraus basierend kam dann eben auch der erste richtige Sprachchat. Das heißt, die Leute konnten zum ersten Mal mit den Leuten in der Lobby sprechen und gegen die Leute sprechen, beziehungsweise sie flamen. Man konnte Freundschaften knüpfen. All das, was Call of Duty als Multiplayer auch so ein bisschen ausgemacht hat, all das konnte man da dann das erste Mal so richtig tun. Und bis heute hat sich daran nichts geändert. Leute bleiben gerne in den Lobbys zusammen und spielen gerne gegeneinander und challengen sich gegeneinander. Und auch wenn es nur ein normaler Casual Multiplayer ist, mittlerweile ist es eben so, dass die Leute da Rivalitäten draus bauen und Freundschaften draus bauen und so viele Dinge, die mittlerweile in Call of Duty und in jedem Multiplayer normal sind. Und das ist das Krasse, was ich so an dieser Entwicklung festgestellt habe. Die Community ist deutlich besser geworden. Das heißt, wirklich jeder Standardspieler, Casual Player, ist mittlerweile deutlich besser als vor 5, 6, 7, 8 Jahren. Man kriegt unglaublich viele Tipps, man kriegt bessere Ausrüstung, man kriegt besseres Equipment. Es gibt so viel, was man mittlerweile an besseren Sachen hat, die man vorher nicht gehabt hat, dass man wirklich feststellen muss, die Community in den letzten 16, 17 Jahren ist besser geworden. Das zum einen, muss man ganz ehrlich so sagen, und da kann mir auch keiner erzählen, dass das nicht so ist. Und zum anderen ist es aber eben so, dass ich auch das Gefühl habe, dass die Community toxischer geworden ist. Dass die Leute weniger füreinander einstehen, sondern gegeneinander. Dass jeder der Auffassung ist, er muss der Beste sein. Und auch diese Hemmschwelle online, jemanden zu beleidigen, als ich mit Zocken anfing damals, gab's das in dem Sinne überhaupt nicht. Da war es nicht so, dass man jede zweite Runde beleidigt wurde, selbst wenn man gar nichts getan hat. Und diese Entwicklung, die fand ich so ein bisschen, oder finde ich ein bisschen traurig, und die hat damals, meiner Meinung nach, bei Black Ops 3 so ein bisschen angefangen. Black Ops 3 war so ein bisschen der Modus, bei dem gefühlt die meisten jungen Leute COD gespielt haben. Und vielleicht habt ihr das auch festgestellt. Und das Durchschnittsalter von den Leuten, die Black Ops 3 gespielt haben, war meiner Meinung nach deutlich jünger als das Durchschnittsalter in anderen COD. Und warum das so war, kann ich gar nicht sagen. Ich vermute, weil es futuristisch war. AW war nicht das großartigste Spiel. Viele Leute hatten dort kein Interesse zu spielen. IW kam danach erst. Call of Duty Black Ops 2 war sozusagen der Startpunkt für viele Spieler, mit dem Game einfach zu beginnen. Viele Leute sind in die Community mit reingekommen mit dem Spiel damals. All diese Sachen sind dann ja irgendwie mit der Zeit erst zueinander gekommen, dass man dann eben irgendwann diese riesige Playerbase hatte, wie man sie eben ganz normal jetzt hat. Man hat jetzt die riesige Playerbase, die Leute spielen zu Millionen und Millionen und Millionen, werden jedes Mal und jedes Jahr besser, das merkt man auch, selbst wenn es kein Skill-Based Matchmaking gibt. Trotzdem finde ich, dass die Entwicklung von der Community eigentlich eher zum Negativen gegangen ist, weil letzten Endes ist es so, die Leute beleidigen sich in der Lobby, es ist nicht mehr so hart, dass man eben gemeinsam eine Rivalität entwickelt, GG nach der Runde sagt und einfach Spaß hat. Jeder hat das Gefühl, er muss wie in der CDL Pro League spielen, er muss um alles spielen und es ist ein Casual Game. Wir spielen einfach Multiplayer, du gehst mal positiv, du gehst mal negativ, du hast mal eine gute Runde, mal eine schlechte Runde und auch dieses Bodyshooten die ganze Zeit und all das, was dazukommt, das nervt mich persönlich ein bisschen. Ich bin aber auch mittlerweile 29, wie ich schon gesagt habe, kann natürlich sein, dass ich einfach ein bisschen älter mittlerweile geworden bin. Ich hoffe, euch hat das Video und das Thema gefallen. Lasst gerne ein Like da, Leute. Schaut gerne heute Abend bei Twitch vorbei. Kuss geht raus. Haut rein.